Hallo Thomas, schön, dass es geklappt hat, dass wir heute ein Interview machen dürfen. Ja, hallo Markus, ich freue mich auch. Super, ja. Für diejenigen, die draußen zuhören, Thomas ist F-Jugendtrainer bei SC Borussia Lindenthal Hohenlind. Er ist einer der Autoren von DFB Online und einer der Mitinitiatoren von 3 gegen 3 Liga in Köln. Wenn ich das jetzt alles so richtig wiedergegeben habe. Und dann würden wir gleich starten. Wie habt denn ihr die Trainer und Jugendleiter von Faninho in Köln überzeugt, Thomas? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, bitte? Ja, bei uns ist das sicherlich ganz ungewöhnlich gelaufen. Also es hat nicht irgendwie der Kreis die Trainer und Jugendleiter überzeugt, sondern es ist ganz umgekehrt gewesen. Die Trainer haben quasi den Kreis überzeugt. Es gab eine Initiative von 8 Vereinen vor 1,5 Jahren, die neuen Spielformen mal ausprobieren zu dürfen, insbesondere das 3 gegen 3 auf 4 Minitore, damals für die Altersklasse U8. Und der Kreis Köln hat dem zugestimmt. Dann ist das als Testliga 6 Monate bis zur Winterpause gelaufen. Da sind dann in der Winterpause noch 3 Vereine dazugekommen. Und dann haben wir halt 11 Vereine das für den Rest der letzten Saison eben als Testliga zu Ende gespielt. Und in der Winterpause ist dann auch noch nicht nur das 3 gegen 3 auf 4 Minitore, sondern eben noch auf Jugendtore hinzugekommen als Variante. Ja, und wir haben das dann natürlich entsprechend publik gemacht. Es hat sich auch automatisch in Köln verbreitet. Und so ist dann zur neuen Saison quasi so ein Boom entstanden im Kölner Raum. Es haben sich halt ganz viele Trainer dafür interessiert und dann eben auch für den Ligabetrieb in dieser Form angemeldet. Sehr schön. Welche Rückmeldungen erhältst du denn von den Teilnehmern, also von den Kindern, von den Trainern, von den Eltern, die an so einem Festival teilgenommen haben? Ja, die sind durchweg positiv. Also es ist immer eine sehr entspannte Atmosphäre, mit einer großen Begeisterung der Kinder und der Eltern halt auch. Insbesondere, weil alle Kinder, die daran teilnehmen, positive Erlebnisse mit nach Hause und mit ins Wochenende. Ja, wenn es Samstagsspieltage sind, dann geht jedes Kind nach Hause und war an Toren beteiligt. Hat eigene Treffer erzielt, hat Tore vorbereitet. Wenn es im Tor gespielt hat, bei uns gibt es ja eben noch die Variante, dass wir 3 gegen 3 mit Torhütern spielen, auf höhenreduzierte Jugendtore, dann haben die auch noch jede Menge Torwartaktionen gehabt. In diesen kleinen Feldern ja auch mehr als sonst bei einem 7 gegen 7 Spiel. Und die Begeisterung ist halt groß und die Freude und das Fußballerlebnis bei den Kindern halt auch. Super, schön zu hören. Was denkst du denn, wie wird sich Faninho und Fußball 5 bei euch in Köln weiterentwickeln und was sind da so die nächsten Ziele, Stufen, die ihr so vorhabt? Ja, wir sind halt schon Anfang dieser Saison überrascht worden durch das große Interesse. Der Kreis Köln hat eben dann nach dieser einen Saison Testspielbetrieb, hat dann eben allen Trainern und Vereinen ermöglicht, Mannschaften zu melden fürs 3 gegen 3, für die neuen Spielformen, von Altersklassen U6 bis U9. Und da haben sich tatsächlich 79 Vereinsmannschaften angemeldet, sodass wir also erstmal organisatorische Probleme hatten für so viele Mannschaften, mit denen ja keiner gerechnet hat, dann diesen Spielbetrieb in einem Ballungsraum Köln zu organisieren. Und das ging halt so weiter. Es kamen noch ein paar dazu in der Winterpause. Ich gehe davon aus, dass sich das etablieren wird in den nächsten Jahren, in der nächsten Saison halt auch. Und der nächste Plan ist dann eben, es zu erweitern noch auf die Altersklassen U10, U11, also dann eben ins Süden nennt man das ja Fußball 5. Wir nennen das dann eben 4 gegen 4, 5 gegen 5. Das dann eben zu erweitern, dass man eben dann in höheren Altersklassen noch einen Spieler dazu nimmt und auch da einen entsprechenden Spielbetrieb zu installieren. Super, Thomas, es ist schön zu hören, dass man 79 Vereine dafür gewinnen konnte. Also wir sind in Augsburg noch bei ein paar weniger. Die Mittelfranken, die schaffen auch am Wochenende bis zu 8 Festivals. Also das freut mich und ich hoffe, dass wir in Augsburg da auch in die Richtung hinarbeiten. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für das Interview. Es waren sehr viele positive Aspekte drin, hat mich sehr gefreut und vielleicht hört man und sieht man sich ja mal wieder. Danke.
Ja, sehr gern. Freut mich auch sehr. Es ist schön, wenn wir dann in regelmäßigen Austausch kommen. Und ich hoffe, dass ihr im Augsburger Raum dann auch so eine echte Euphorie erlebt, die es euch ermöglicht, dann so einen regelmäßigen Spielbetrieb am Wochenende anzubieten. Okay, danke, tschüss.